hasse es. Ach, dein Dreckshandy. Ach, du hast so ein Dreckshandy. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum unnützen Faktenquiz. Max stellt uns Fragen zu unnützem Wissen, was keiner wissen braucht, aber man trotzdem wissen sollte. Okay, war jetzt keinen Sinn. Deshalb, Max, bitte fang mit der ersten Frage an. Okay, Wir hätten Max kein Mikrofon geben dürfen. So, ich muss hier erstmal die Fragen durchlesen. Das ist hier eine App und zwar... Ich dachte nicht, ansonsten bringen wir Copyright-Klagen wieder. Ich habe schätzt, es schon ein Copyright-Lied genommen, was nicht so... Wie viel Cent kostet die Herstellung einer Centmünze? Auf jeden Fall mehr als ein Cent, würde ich sagen. Ich würde sagen... Also es ist ja Kupfer, das ist ja wertvoll. Ich glaube, die sind nämlich sogar wertvoller als die großen Münzen, deswegen sage ich mal 20 Cent. 20 Cent sind eingeloggt. Ich sage einfach mal 3 Cent. Okay, 20 Cent ist schon perfekt viel, ne? 0,62. 0,62, ja. 1,67 Cent für eine Cent Münze. Okay. Ja, gut. So, also, was? Warte, wer kriegt denn jetzt den Punkt? Du kriegst den Punkt, ne? Ich krieg den Punkt. Du musst noch Punkte zählen, ne? One. Du musst auch unten dann so einen Punktecounter reinschneiden, ne? Ja, ich schneide einen Punktecounter rein. So, wie lang wäre eine Reihe? Wie lang wäre eine Reihe von der Bevölkerung Chinas, wenn die an einem vorbeigehen würde? Was? Also, wenn die Bevölkerung Chinas in einer Reihe an dir vorbeigehen würde. Ja. Wie lang wäre die Reihe in, keine Ahnung, Meter also, oder Kilometer? Du musst es erstmal klären, du hast jetzt den letzten Punkt gemacht. Ja. Das heißt, du musst vorlegen. Okay, ich muss vorlegen. Und es wird nicht gegeiert. Okay. Gut. Was heißt, es wird nicht gegeiert? Es wird nicht gegeiert, das heißt, wenn du jetzt sagst, die ist 10 Kilometer lang, darf ich nicht sagen, es ist 10 Kilometer und 100 Meter lang und dann alle Ergebnisse darüber gehen an mich, weißt du? Also muss da schon so ein bisschen gewissen Abstand reinbringen. Okay, gut. Dann sah ich. Hey Google. 2000 Kilometer. Ding an. 2000 Kilometer? 2000 Kilometer. Das ist schon für alle Chinesen sich hintereinander. Jonas, guck mal, es gibt über 1 Milliarde Chinesen. Ja, aber okay, er hat 2000 Kilometer eingeloggt, das behalten wir jetzt mal so. Es gibt über eine Milliarde Japsen. Es gibt über 1 Milliarde Gelbhäute. Die sind ja alle, sagen wir mal, knapp. Wie breit ist so ein Mensch, wenn er jetzt nicht gerade ist? Sagen wir mal, der nimmt so einen halben Meter Raum ein. So ein Mensch, wenn er da steht. Oder sagen wir mal, der Einfachkeit halber ein. Ja, doch, sagen wir Einfachkeit halber. Wir legen einen Counter fest, innerhalb von einer Minute muss ich. Ich möchte meine Antwort werden. Ja, Jonas. Und es sind 1 Milliarde Menschen, das heißt, es sind vollkommen. Folgerichtig sind es 500 Millionen Kilometer. Das ist falsch, weil. Die würden niemals enden, weil die Geburtenrate so hoch ist. Was? Die Geburtenrate ist so hoch, die wird niemals enden. Wie, die wird, ja, wenn die, aber wenn man jetzt alle, die jetzt im Moment leben, in einer Reihe stellen würde. Hier steht die Geburtenrate für niemals. Ja, was ist das denn für eine scheiß Antwort? Ja, gut, für die nächste Frage. Wer kriegt jetzt den Punkt? Keiner. Hier, die Tasse da. So, Jonas muss jetzt auch noch einen Counter für die Tasse einführen. Sterben mehr Menschen durch umfallende Getränkeautomaten oder durch Haiangriffe? Jonas muss immer noch vorlegen. Ich muss immer noch vorlegen, ich sage durch Getränkeautomaten. Ich sage auch Getränkeautomaten. Das sind Getränkeautomaten. 2-1. Ich muss jetzt mal vorlegen. Okay. Dann legst du jetzt vor. Was sagt ihr, können Schweine den Himmel sehen? Nein. Die Frage ist so blöd, ich muss sagen, nein. Dann bist du doch weg, meine Güte. Also 3. Geben 1. Namenlose Kühe weniger Milch. Geben Namen so viel weniger Milch. Warte, ich muss immer noch. Ne, du musst vorlegen. Namenlose Kühe. Ne, mit Namen. Ja, namenlos. Hast du dir den Punkt gemerkt? Ist es jetzt 3-2, ne? 3-2 müsste ja. Ja, Jonas, soll ich was merken? Ich kann auch übrigens. Während er was anderes macht, kann man auch sehen, Paul. Gut, auch. Ich will ja nur wissen, ob ich gerade hinten liege. Wie war nochmal die Frage jetzt bitte kurz? Geben namenlose Kühe weniger Milch. Nein, namenlose Kühe geben nicht weniger Milch, sie geben mehr Milch. Ja, namenlose Kühe geben weniger Milch, weil sie fühlen sich weniger wertgeschätzt. Richtig. Paul hat einen Punkt. 3-3. Ja. Bitch. Du fragst auch sehr, sehr, sehr komisch. Frag doch mal irgendwie ein bisschen einfacher.
fragst einfach mal jeden Namen. Es ist für dich zu schwer. Wieder denn die Frage geben, namenlose Kühe weniger Milch einfacher stellen. Ja, bitte nächste Frage. So. Wenn sich ein Eisbär tarnen will. Ein Eisbär tarnen will. So. Ja. Verdeckt er dann mit den Pfoten die Nase oder macht er das nicht? Ich habe den letzten Punkt gemacht, ich muss vorlegen. Ja. Ich sage ja. Du ja. Ich sage auch ja. Toll, dann unentschieden. Ja, machen sie. Das ist eine Scheiße. Du hast bestimmt schon 20 Mal durchgeguckt. Nein. Das ist aber Langeweile. Jetzt steht es 4-4. Die Tasse hat immer noch einen Punkt. Hol auf. Welche Kampfsportart lernt das Kind in Karate Kid? Jonas ist dran. In Karate Kid. Das ist schon schwer, ne? Ich glaub, das. Ja. Jonas hat die App schon 20 Mal durchgespielt. Nee. Doch. Ich glaub, die lernt Kung Fu. Diese. Das war ein vorgetäuschtes Warten hier. Er lernt Kung Fu, ja. Ich wusste es, er lernt Kung Fu. Ja. Er lernt auch Kung Fu. Das ist ja hier wieder. Wie ist der Pin von Homer Simpson? Also 5-5? Siehst du, das ist so eine Sache, auch Pin wenn von, sie mir nee, das nicht. Nein, das war nicht mein Anfang. Das war von der Folge Angst, Essen, Seele auf. Angst, Essen, Seele auf. Wie ist der Pin von Homer Simpson? Also ist das ist so eine Zahlenkombination? Richtig. 4 Zahlen. Ein Pin ist 4 Zahlen. 1, 2, 3, 4. 9, 8, 5, 7. 7, 4, 3, 1. Wer war jetzt näher dran? Niemand. Jeder von uns. Gut. Hast du wieder einen Punkt? Achso. Welche warst du hier, ne? Wie alt ist der durchschnittliche Zuschauer von Sendung mit der Maus? Ah, das wusste ich mal. Wer ist dran? Jonas, ne? Das hatte ich aber auch schon woanders mal gelesen. Ich meine, das wären 37 Jahre. Ja, ich würde jetzt geiern, wenn ich 35 Jahre sage. Deswegen sage ich einfach mal... Weil das gucken ja Kinder immer mit ihren Eltern. Und zwar mit beiden Elternteilen. Deswegen ist der Schnitt schon sehr hoch. Aber das hat ja irgendwie vor 20 Jahren angefangen. Das heißt, Leute von vor 20 Jahren können sich das heute immer noch angucken. Eben. Deswegen ist der Schnitt noch sehr hoch. Und dann gucken auch die 50... Also, das kann jede andere... Ich sag, es ist ein Schnitt von... Ja, 37 ist schon verdammt gut. Ich sag, es ist ein Schnitt von... 42. Einfach schon immer. Und wer mehr über die Sendung mit der Maus wissen will, zum Beispiel wer diese fantastische Sprecherin ist bei der Sendung mit der Maus, schaltet doch mal die letzte Folge seriös ein. Das können die Leute machen, wenn sie... wenn ich sie irgendwann mal schneiden sollte. Wo muss man hinklicken dafür? Da oben. Ja, jetzt bringst du mich voll in der Truppe, weil jetzt muss ich die seriöse Folge erstmal fett schneiden, bevor ich das hier veröffentlichen kann. Ja. Ja, Falsche Seite. Drück da oben. Ja, richtig, da oben. Ach, Quatsch, weiß ich nicht. Ja. Schwierig. Aber erst mit Durchschnittsalter ist 38. Ui. Ja, gut, ja. Ich hätte ja gesagt, 37 ist schon verdammt gut, aber Punkt für Jonas, 6-5. Das berühmte Zitat. Schau mir, wie geil, das habe ich schon vorgelesen. Aus Casablanca ist das. Ja, nächstes. Das sind halt alles nur so Fakten, woraus man schwer eine Frage machen kann. Boah, das nicht. Hey, du kannst doch einmal wegmachen, wenn du nichts. Wie viele Präsidenten hatte Mexiko schon mal an einem Tag? Wer ist dran? Ich, ne? Nee, ja. Du hast den ersten Punkt gemacht. Du bist dran. Ich glaube, da muss ich mich jetzt ein bisschen outen. Das habe ich nämlich auch schon woanders gehört, dass irgendwie... Bitte hier Quellenangabe. Jonas, gut, wenn du mich outen willst, mach das bitte im Kreise deiner Familie. Quellenangabe wäre hier gut, Jonas, weil ich befürchte, dass du die App schon sehr, sehr oft durchgemacht hast. Ja, ich habe die App schon ein paar Mal einfach so aus Langeweile, zum Beispiel während Autofahrten und Zugfahrten. Ja, fuck it! Was habt ihr denn für eine Chance? Mach! Siehst du, wie ich gesagt habe von Anfang an, Jonas ist Spasti. Okay. Mexiko hat. Ja, jetzt machen wir weiter. Schneiden Jonas, wir raus. Jonas, jetzt beantworte die Frage erstmal. Ja, komm, weiter. Nee, also, dann schneiden wir jetzt, was es bleibt drin. Also, ja, muss auch immer die dunkle Wahrheit sehen. Ja, ganz einfach. Also, es war so, ich hab mich darüber noch ein bisschen informiert. Das war so, der Erstpräsident wurde gewählt, dann wurde er wieder irgendwie abgewählt, weil irgendwas. Ich brauche eine Zahl. Der zweite wurde eine gewählt, wurde erschossen. Und der dritte, der ist es dann geworden. Ich wollte auch 3 sein, übrigens. Gut, Jonas sagt also 4, Paul hat einen Punkt. Ja, Jonas mit dem Punkt, ist schon okay. Ist schon okay, 7-5 jetzt. Ich bin nur schon ein. Also ich hätte auch wie viele Wörter in der arabischen Sprache gibt es für Kamel? So, willst du wieder vorlegen, Jonas? Ja, jetzt tu doch so, als ob du gerade denkst, hä, wie viele Wörter haben wir so? Ich sage jetzt einfach 2000, Ende. 2000, Paul. Ich sage, das sind 7. Jonas ist mir... Nee. Du bist näher dran. Es sind 1000.
Ich bin jetzt dran. Nein, der Paul ist näher dran. Ja, ich bin jetzt dran. Paul ist näher dran. 1000 Wörter für Kamel? Ja, 1000 Wörter für Kamel. Ja, die haben aber echt nichts zu tun, ne? Jetzt könnte ich so verrassen, dass ich Witze loslassen, aber. Sollte man unterlassen. Frau. ja, zum Beispiel. Also steht es 6-7. Ja. Was bedeutet Manhattan in der Indianersprache? Manhattan? Ja. So, ich bin dran, ne? Ja. Ja, wie wollen wir denn da entscheiden, wenn der dran ist? Manhattan. Was sich so für mich persönlich logisch anhört. Okay. Ich werde schon objektiv bewerten hier. Manhattan heißt bewerten. Manhattan heißt in der Indianersprache ungefähr so viel wie Mann hat einen Hut an. Manhattan. Das bedeutet ungefähr. Das ist sehr gut abgeleitet. Das ist jetzt relativ frei übersetzt, aber so sagen das die Indianer. Achso. Wahrscheinlich deine Indianersprache, Jonas, du. Ja, wenn ich es jetzt sage, dann werden immer wieder aufschreien. Jonas, du kennst die App. Jonas, du kennst die App. Mach. Gut, es heißt Ort, an dem ich betrunken war. Ort, an dem wir betrunken waren. Ha, für mich war Paul leer. Ich war Paul leer dran. Nein, das war. Das ist 8-6. Mit dem unfairsten Quiz überhaupt. Wir brauchen mal eine andere fucking App, aber ja. Okay. Ich hab noch eine andere App, da kenne ich mir die Frage nicht, wenn ihr wollt. Wie viel Prozent der Amerikaner sprechen zwei oder mehr Sprachen? Siehst du, das weiß ich zum Beispiel nicht. Mehr. Wie viel Prozent der Amerikaner? Ja. Jonas, du musst Form legen, bitte, du musst es mal hätten. Gut, ich sage 30%. 30%, das ist auf jeden Fall mehr. Wenn du guckst, wie viele in Deutschland zwei Sprachen sprechen, ja gut, die Amerikaner lernen nicht so zwei Sprachen, aber die ganzen Mexikaner allein schon. Ich meine, Amerika ist ja ein Land, was aus Einwanderern besteht, deswegen würde ich sagen. Einwanderer. Cut. Ja, es gab eine Zeit, da haben in Amerika 30% der Leute Deutsch gesprochen. Deswegen sage ich einfach mal, es sind zwei Drittel, also 66%. Jeder Punkt an Jonas, es sind 6,3%. Was? Ja. War die Frage mehr als eine oder mehr als zwei Sprachen? Mehr als zwei oder mehrere. Oh fuck, ich hab gedacht, es wäre mehr als eine. Okay. In Amerika sprechen nur 6,3% der Menschen zwei oder mehr Sprachen. So. Was? Was? Da wurde im Norden. Das sind Mexikaner. Wie viel Prozent ja, gut. Wiegt das weibliche Gehirn weniger als das des Mannes? 100. Darf ich jetzt auch 100 sagen? 100 Gramm. Nein, 100 war nicht meine Antwort. Du musst uns eh vorlegen. Prozent. Achso, ich sage 100. Du sagst 100? Lass mich 100 Prozent. Yeah. Oh nein. Das würde ich überdenken. Also nach der großen Holocaust-Sendung letzte Woche. Ich sage 10%. Okay. 10%? Ja. Das glaube ich. Ja, also Frauen haben schon einen kleinen Kopf. Durchschnittlich würde ich. 10% schon ein guter Tipp. Ich sag mal. Ja. Kann sogar Frauen sein, dass Frauen das größere haben. Ich sag mal 7,5. Oh. Also du sagst 10. Ich sag 10. Bitte leicht. Jonas hat damit gewonnen und zwar 14%. Das tut mir jetzt gut. Leid für alle Frauen. Sorry, dass ich so feministisch bin. Also, sorry, Gleichberechtigung. Ist die Leber ein Organ? Das ist eine Suggestivfrage. Jonas beantwortet zuerst. Das ist wieder eine von den Fragen, das habe ich auch woanders gehört, die Leber ist kein Organ, sondern eine Drüse. Ich sage, die Leber ist kein Organ, sondern eine Drüse. Verdammt, geht der Punkt an die Tasse, die Leber ist kein Organ. Tasse, du machst das Rennen heute. Ist die Haut ein Organ? Ja. Ja. Die Haut ist kein Organ. Das hast du da nicht gesehen. Tasse. Doch, die Haut ist ein Organ. Gut. Also nee, das war jetzt gerade so ein kleines Drachenlord. Nächste Frage, bitte. Also, warte, gab es jetzt einen Punkt? Nein, dafür gibt es keinen Punkt. Schade. Wie viel weint ein Mensch in seinem Leben insgesamt? In Liter? In Liter? Ja. In Hektoliter oder in Liter? Ich hätte es gern in Volumen ausgerechnet für hier die Wasserflasche. Okay. Gut, dass die in Liter hat. Das ist gut, dass die in Liter hat. Nein, bitte in Liter. Also in Persil-Apfelkäppchen würde ich sagen, es sind ungefähr. Jonas muss vorlegen. Ich muss vorlegen. Ich meine, ich hätte bei Hirschhausen's Quiz das Männchen gesehen, es wären 200 Liter. Oder in dieser App. Was hast du gesagt, wie viel? 200 Liter habe ich letztens gesehen bei Hirschhausen's Quiz des Menschen. Da ist natürlich die Frage. Du sagst 200 Liter? Da drängt sich natürlich die Frage auf, was ist denn. Jetzt komme ich mit meiner Stefan-Raab-Imitation an.
was zählt denn alles als Wein? Also was wirklich das Auge verlässt? Ja, was verlässt. Oder was wirklich nur so da drin rumschwimmt? Weil da ist ja jeden Tag... Was das Auge verlässt? Da ist ja jeden Tag Gesichtskirmes. Hier, Antwort. In also 200 Liter ist ja schon verdammt gute Vorlage. Ich sage, aber es ist mehr tatsächlich. Gut. Nee, ich sage, es ist weniger. Ich sage, es sind 150 Liter. Okay. Legen wir kurz fest, wie voll eine Badewanne ist. Ungefähr. 200 Liter oder 150. Ich sag 80 Liter. Gut. Mit Badewanne. Bitte, was hast du denn? Oder? Ja. Ungefähr 80 Liter, denke ich mal. Ein Mensch weint ungefähr eine Badewanne voll. Warum hast du mich gleich nach Badewanneneinheiten gefragt? Weil es... Keine Ahnung, für mich ist das keine Einheit. Ich sage, die Badewanne hat aber 150 Liter, weil wenn ich... Ja, dann habe ich so oder so habe ich gewonnen, weil ich bin immer näher dran. Und keine Badewanne mit Analdrüsen, die dir dann auch dein, auch wenn sie 100, dein Gesäß sauber reinmacht. Auch wenn sie 150 hat und auch wenn sie 80 hat, bin ich näher dran als du mit deinen 200. Gut. Also auf jeden Fall ein Punkt für Moa. Genau. Ich weiß nicht genau, wie es steht, aber ich glaube, führst du noch mit einem Punkt, kann das sein? Ja, das wird alles verschnitten. Zwischen welchem Lebensjahr wachsen Kniescheiben bei Säuglingen? Bei Säuglingen? Ja. Kniescheiben. Toll, dass jetzt die Fragen kommen, die ich nicht mehr weiß, auswendig. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich sag mal, durchschnittlich im Laufe des Säuglinge, Monat oder Lebensjahr? In die Lebensjahren. Ja, im ersten. Du, Jonas? Ich sag... Also das ist sein gelockt, Paul. Also zwischen welchen Lebensjahren? Ja, ja. Ich sage zwischen dem zweiten und dem fünften. Ja gut, dann kann ich auch sagen, zwischen dem ersten und dem zehnten. Musste ich schon auf ein Lebensjahr festlegen. Ich sage das vierte. Okay. Damit hat Jonas gewonnen. Es ist zwischen dem zweiten und dem sechsten. What? Okay. Okay. Vor allem relativ lange Zeitspanne für so eine Kniescheibe. Ja. Scheiß Kniescheibe. Hatten ihr jemand auf unserer Anschule mal die Kniescheibe rausgetreten bekommen? Was? Nein. Da müsst ihr mir ja die Kreuzbänder reißen. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich habe die Kniescheibe rausgetreten bekommen. Gut, nächste Frage. US-Soldaten nehmen ja ab und zu Fertiggerichte mit in den Krieg, die man mit Wasser aufbereiten kann. Ich weiß die Abkürzung. Ja. Jeder, der meine letzte Long Dark-Folge gesehen hat, weiß, dass ich die Abkürzung kenne. Ist das die Frage? Nein. Oh, fuck! Hier geht's darum, mit welcher Flüssigkeit kannst du notfalls auch zubereitet werden. Und also die Abkürzung ist MRE. Ja. Meal Ready to Eat. Ja. Da war ich nämlich ganz stolz drauf, dass ich das wusste in der letzten Long Dark-Folge. Jonas, möchtest du die Fragen stellen? Antworten. Jetzt überlegt mal ganz kurz, welche Flüssigkeiten hat man alles so während so einem Feuergefecht dabei? Ja, ich weiß es, aber Jonas muss es noch beantworten. Ich habe mal gehört, es kann auch gut mit Urin kochen. Ich hätte jetzt auch Urin gesagt. Richtig, Urin. Das sind harte Männer, Leute. Wer hat das ausprobiert? Das sind harte Männer, sag ich euch. Ja, irgendwie muss ja auch das Luxusessen in der First Class im Flugzeug ausprobieren. Da sitzen sie auch in irgendeiner Gaskammer. Druckkammer, Druckkammer, ich meine Druckkammer. Wie viele Spinnen isst ein Mensch durchschnittlich im Schlaf? Das ist ein Mythos. Das ist auch ein Mythos, weiß ich auch. Aber also, wie viele waren das jetzt angeblich? Ich weiß es. Beantwortest du zuerst? Ich sag, es sind 6. Ich sag, es sind 7. Paul hat gewonnen, 10. Ja, jetzt Geierei, du hast gegeiert. Ich dachte, ich war mir aber sicher, dass es 7 sind. Wie viel Prozent der Familiennamen in Schweden enden auf Sohn, also S-O-N? Ach, das ist interessant, das ist nur ähnlich wie den russischen Namen, wie sich die Namen zusammensetzen, ja? Kann ich mir relativ gut erklären. Jonas, beantwortest du? Nee, ich habe ja gewonnen, das Fall, ne? Ja, du. Ich habe 50%, weil Sohn ist immer bei Männlichen. Also müssen es knapp 50% sein. Interessant. Du, Jonas? Ihr Sohn ist ja Nachname, das heißt, es kann ja auch eine Frau sein. Nein, es kann nicht auch eine Frau sein. Ich sage 20%. Du sagst 20? Hm? Dann ist Paul dran, näher dran, es sind 40%. Es ist nämlich so, das ist wie im Russischen. Du heißt immer mit dem Nachnamen. Also im Russischen ist es mit Witsch hinten, dann heißt du als Sohn von irgendjemandem, wenn dein Vater jetzt, wie heißt dein Vater? Dann heißt du jetzt als im Russischen Jonas Witsch mit Nachnamen. Ja. Und genauso ist es da auch. Du heißt dann, der Nachname für einen Männlichen ist immer nur der Vorname deines Vaters mit Sohn hinten dran. So hieß dein Vater Witsch oder was? Nee, der hieß dann mit dem Nachnamen so wie sein Vater mit dem Vornamen hieß. Interessant. Und dann kommt auch ein Familiennamen dazu. Ich glaube, ich könnte mich so richtig wohlfühlen. Ich sehe mich so ein bisschen in der Rolle, wie heißt der immer bei Wer weiß denn sowas ist? Elton und der andere noch. Elton, ich glaub, und wenn ich immer mal alt bin, Bernhard Hohecker. Wenn ich alt bin, werde ich einfach mal nur so ein Typ, der die ganze Zeit in Quizshows rumsitzt. Das macht mir richtig Spaß. Oh Mann. Ja, komm.
Wie viele Bilder hat Vincent van Gogh während seines Lebens verkauft? Verkauft? Ja. Das weiß ich gar nicht. Also gemalt? Also man muss ja erstmal sagen, Vincent van Gogh ist ja erst nach seinem Tod bekannt geworden. War das der vorher hat er irgendwie ein paar hundert Bilder gemalt, aber hat nicht... Ich muss antworten. War das ja der sich das so abgeschnitten hat? Ja. Ah, das war spaßig. Wir haben Jonas auch mal ganz, weil Vincent van Gogh genannt, als er so eine Zyste am Ohr hat, die rausgekommen ist. Eine präautoriäre Fistel. 254. Mhm. Angebot. Was? Ja, hier. Ich sage 400. Es ist genau ein Bild. Oh. Was? Näher dran. Ich glaube, er hat ein Bild in seinem Leben verkauft. Ach scheiße, das habe ich auch noch eben gesagt. Der war ja absolut unerfolgreich. Und, Stimmt. Ich bin halt Vollidiot, natürlich. Kann es nicht sein, dass ich total führe jetzt, aber ich glaube, ich habe jetzt schon 3 Punkte. Ja, Paul hat, glaube ich, gewonnen. Also, ich weiß auch nicht, wie lange wir schon hier aufnehmen. Schon eine Weile. Ich schaue einfach umdrehen. Ja, jetzt 18 nach. Wir haben gesagt, wir machen 10 nach. Also, sagen wir, das war's hier. Sagen wir, ich habe gewonnen. Wer macht hier die Tour-Moderation? Danke sehr. Bitte sehr. Wir sehen uns zurück bei der nächsten grandiosen Folge von einer beliebigen Quiz-App, die wir durchspielen werden. Das ist wahrscheinlich rechtlich nicht ganz so okay, aber das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das können wir beim nächsten Mal nochmal machen. So, dann sehen wir uns in der Folge 2. Vielleicht noch ein rechtsradikaler Witz zum Schluss? Na, dafür hat Jonas was schon genug gemacht. Oh, schade. Ich habe mich gefreut eigentlich. Das war so ein Witz hier. Max möchte ich noch verabschieden als Gastmoderator dieser Sendung. Jo, das war's. Tschüss. Ciao. Toll.